Im Rahmen der Fußball-EM vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 werden in deutschen Stadien einige der wertvollsten Spieler des Weltfußballs auflaufen, sofern Verletzungen sie nicht ausbremsen. An der Spitze eines Rankings der Online-Datenbank Statista aus dem April 2024 liegen mit jeweils 180 Millionen Euro Marktwert zwei potenzielle EM-Teilnehmer. Der französische Stürmer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, der seit mehreren Jahren mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird, geht als wertvollster Stürmer bei der kommenden EM erneut auf Titeljagd. Der 25-Jährige, der mit Frankreich 2018 bereits den WM-Titel gewann, möchte wohl wieder Gutmachung betreiben, da er bei der vergangenen EM 2021 mit seinem Team bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz die Segel streichen musste. Dabei vergab er den entscheidenden letzten Strafstoß im Elfmeterschießen. Ebenfalls auf 180 Millionen Euro wird der Marktwert des englischen Mittelfeldspielers Jude Bellingham in Diensten von Real Madrid geschätzt. Bellingham wurde bei der letzten EM durch eine Einwechslung im ersten Gruppenspiel zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Turniers, aber nur 6 Tage später vom Polen Kaspar Kozlowski in dieser Statistik wieder abgelöst. Mit jeweils aktuell geschätzten 130 Millionen Euro Marktwert folgen 2 weitere Spieler der Three Lions, die 2021 bei der Finalniederlage im heimischen Wembley gegen Italien bereits im englischen Kader standen. Der damals lediglich 19 Jahre alte Bukayo Saka vergab den letzten und entscheidenden Strafstoß gegen den italienischen Torwart Gianluigi Donnarumma, was seinem Trainer Gareth Southgate Kritik einbrachte, da er die Verantwortung des letzten Elfers einem wenig erfahrenen Spieler aufbürdete. Seitdem wurde der schnelle Außenstürmer des FC Arsenal zu einem der wertvollsten Spieler der Welt. Ebenfalls 130 Millionen Euro Marktwert besitzt laut Statista der offensive Mittelfeldmann Phil Foden, der auf Vereinsebene mit Manchester City in der Saison 2022-23 unter der Leitung von Pep Guardiola das große Triple gewann. Bei der EM mit dabei sein wird auch Fodens spanischer Vereinskollege und Mittelfeldstratege Rodrigo Hernández Cascante, besser bekannt als Rodri, mit einem Marktwert von 110 Millionen Euro. Selbes Preisschild haftet mit Harry Kane vom FC Bayern München und Declan Rice vom FC Arsenal 2 weiteren Spielern der englischen Elf an. Laut Statista ist diese Summe aktuell auch der Mittelfeldspieler der DFB-Elf und des FC Bayern München Jamal Musiala wert. Bis zu seinem Debüt im Deutschland-Trikot 2022 absolvierte Musiala die Juniorenklassen für England, da er neben der Deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt. Florian Wirtz steht bei der Heim-EM voraussichtlich ein weiterer sehr wertvoller Spieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Der 21-jährige offensive Mittelfeldmann von Bayer 04 Leverkusen ist laut Statista aktuell 100 Millionen Euro wert, Tendenz aber steigend. Übrigens liegt mit Mbappé und Bellingham auch Stürmer Erling Haaland von Manchester City mit geschätzten 180 Millionen Euro an der Spitze des Marktwert-Rankings. Dieser verpasste mit Norwegen allerdings die Qualifikation für die Europameisterschaft.